weiter geht es in der Brutstätte Rob. Mal eben kurz hier die Schriften wegmachen. Ihr wisst ja, wo ihr gelandet seid. Und ja, hier sind schon wieder ein paar Wächter unterwegs. Meinetwegen sollen sie doch. Hoppla. Mal eben kurz in Deckung gehen. Das war irgendwie voll daneben. Aber das ist ein guter Blick. Und der nächste kommt von da drüben. Und sieht vermutlich gleich seinen Kollegen nicht. Nö, nö, der hat gleich sein Auge verloren. So. Wir haben nochmal neue Materialien. Aber jetzt wird es ungemütlich für uns. Denn wir müssen hier runter. Irgendwie. Ah, da abseilen. Und das Ärgerliche da unten wird jetzt nämlich sein, dass wir natürlich neben dem Krokobill auch noch was anderes bekommen. Okay, der weiß zumindest schon mal, dass wir da sind. Ich wollte eigentlich ganz gerne den Loot haben. Also er weiß, dass wir da sind. Er wird uns... Ey, das ist unfair. Hey! Okay, jetzt sieht er uns nicht mehr. Wundert sich, was geht hier ab? Hallo? Ist da jemand? Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Wir werden hier jetzt erstmal hochklettern. Denn jetzt müssen wir uns hier die richtig geile Action geben. So. Jetzt sollt ihr uns eigentlich gleich nicht mehr sehen. Was wir machen können, ist aber schon mal ein paar Fallen vorbereiten. Für den Dicken. Falls er nämlich gleich auf uns runterkrachen sollte. Na komm. Na egal. Vielleicht wird uns das so auch noch was nützen. Nicht sicher. Hier ist ein paar mehr davon. Verbraten wir ruhig alle unsere Fallen. Warum eigentlich auch nicht? Denn je mehr wir davon haben, umso besser wird es uns im Kampf dienen. So, hier wechseln wir nochmal auf die Waffe. Und dann geht jetzt die Action los, würde ich sagen. Weil damit öffnen sich gleich sicherlich Tore, wodurch dann gleich wieder andere Gegner hineinspazieren. Sag ich doch. Da ist nämlich noch einer. Na gut. Kritischen Treffer provozieren. Möglicherweise können wir hier durch die Fallen durchlaufen. Hey, das zählt nicht. Nee. Damn it. Oh fuck. Jetzt brauche ich mal ganz schnell einen Trank. Au! Und Heilung. Row, row, row the boat. Okay, das ist schön, wenn die sich gegenseitig matchen. Okay, schön beide erwischt. Gemeinsam ist ein bisschen kritisch. Dann lieber ein... Den einen nicht und den anderen dafür. Wow, wo kommt der her? Ah, voll reingelaufen.
sind das zwei? Oder ist nur einer? Ach, aber der darf hier durch diese Blockade durch, verstehe. Ach, der hat mich jetzt gesehen. Dafür schnallt der nicht, wo ich bin. Das ist gut. Sogar noch meine Deckung zerstören. Diese Decke. Ups. Oh, wo hat der das gelernt? Mal eben schnell einmal kurz heilen. Ich habe einer weniger. Wie gesagt, das Gute an dem Dicken ist, dass er nicht so schnell unterwegs ist. Und dass er diese Lobehälter hat. Na, fuck this, ne? Nee. Das ist er gar nicht. Dammit! Hallo Tommy! Ich bin hier gerade ein bisschen im Panic Rollen. Au! Ah, das war ein mieser Hit. Oh geil, der ist in meine Falle gelaufen. Schnell zurück. Yeah! Dammit, so schnell konnte ich nicht ausweichen. Woo! Komm schnell wieder ein Kraut. Upa. Hallo, freut mich. Wups. Ach komm. Nee. Schnell einen Trank. Schnell Lebenspunkte. Da bist du. Nee. So, ich match dich jetzt einfach so im Nahkampf. Dann ist gut. Irgendwie habe ich gefühlt damit mehr Chance. Auch wenn er jetzt hier nie zu den Fernkampf gegangen ist. So. Gotcha! Wieso gierig? Ich bin nicht gierig. Absolut kein Platz dafür. Ganz im Gegenteil.
Okay, ich muss hier mal ganz kurz mein Inventar verbessern. Ah, kann ich nicht. Ich habe nämlich viel zu viele Modifikationen. Und... Oh, was ist das denn? Wo kommt denn der her? Achso, nee, den haben wir schon die ganze Zeit. Ja, komm, dann... verbessern wir das Ding hier einfach mal. Mit... 24% mit Schock. Weil irgendwie will ich den Kram hier nicht einfach links liegen lassen. Boy. Das war jetzt schon ein bisschen Kampf. So. Wo ist denn der Rest von euch? Ich habe hier doch noch mehr besiegt. Hier drüben ist noch einer. Ah. Hier drüben ist noch ein Heilkraut. Sehr schön. Genau das, was wir jetzt brauchen. Was haben wir hier noch? Was ist da? Entladungsmast. Achso, das war das Ding, was wir schon benutzt haben. Hier drüben haben wir noch einen Wächter. Der hat auch nichts. Hier drüben, wenn wir jetzt das Ding hier gleich anwählen, dann können wir die Pflanzen und so weiter, die hier rumliegen, nicht wieder einsammeln. Ohne, dass wir hier einmal wieder quer durch das gesamte Gebäude laufen müssen. Deswegen, zack, geschafft und einmal überbrücken. Wunderbar. Sehr schön. Mehr Maschinen, die ich überbrücken kann. Wir können jetzt, überbrücken. Das wird uns jetzt nicht... Doch, Verwüster, Trampler, Panzerwanderer, Schnappmaul und Langbein können wir jetzt überbrücken. Woo! Das ist ordentlich. Nochmal neuen Kram. Und raus hier. Ich habe keinen Bock mehr auf... Oh, toll. Guck mal, da vorne sind wieder Freunde von uns. Eins. Zwei. Hä? Fragezeichen? So, da drüben ist aber noch irgendwas. Was ist denn das da? Können wir es sehen? Ah, noch ein Wächter. Ja, der kann uns nichts. So. Ach, herrlich. Zeig mir dein Auge, mein Freund. Kein Auge? Na gut. Dann halt nicht. Jetzt haben wir ein Auge. Puh. Es ist ja gar nicht Nacht. Jetzt, wo ich hier in der Ecke stehe, fällt mir auf, es ist Tag. Oh, ist doch Nacht. Kein Platz mehr. Na gut, kein Platz dafür. Aber das macht nichts. Wir sind hier jetzt raus und ein Glück, hier drüben können wir abspeichern. Hui. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Oh. Da unten geht voll die Patrouille, Panzerwanderer und ein paar andere Dudes. Wir gehen hier mal lieber den gefährlichen Weg und glitschen uns hier einfach runter, ohne Fallschaden zu bekommen.
Oh, stimmt, genau. Wir haben ja noch direkt vor uns, geradeaus, da ist noch ein Langhals. Den könnten wir uns natürlich auch nochmal ganz kurz zu eigen machen. Ich hoffe, dass es kurz nicht allzu lange dauern wird. Ah, nee, da sehen wir ihn ja schon. Da drüben tänzelt er umher. Na komm, Truthahn. Komm her, Truthahn. Na gut, dann nicht. Versuch war es wert. Oh. Was seid ihr denn? Ach, ihr seid die sogenannten Trampler. Ja, ihr seid auch gar nicht so klein, muss ich zugeben. Das muss man schon mal sagen. Aber hier gibt es nochmal Heilkräuter, das ist gut. Wir haben so viele verbraucht jetzt gerade. Wir sind in den Kampf mit vollen Heilkräutern gegangen. Ich empfange wieder ein Signal. Ja, da oben ist wieder Langhals, deswegen bekommt sie wieder ein Signal angezeigt. Das Signal muss ganz nah sein. So, noch mehr. Oh, nee, da gehen wir mal lieber nicht hin. Ich muss irgendwie zum Kopf des Langhalses hinaufklettern. Okay, da ist zum Glück nur ein Wächter. Haben wir noch mehr außer Wächter? Ja, da drüben haben wir noch so einen Schnappgator. Naja, einer ist noch recht einfach ausgedrückt. Es sind doch schon ein paar mehr. Bam! Oder ist das ein Wächter? Nee, das ist eindeutig ein Schnappgator. Ich würde ganz gerne lieber bis zum Tag warten hier an der Stelle. Weil... dann könnten wir vielleicht auch sehen, wie der Langhals hier durch die Gegend marschiert. Ich sehe den da drüben gerade so ganz dunkel im Dämmerlicht. Oh nee. Vogel ist hier auch noch. Aber ich glaube, es wird langsam hell, oder? Wo kommt mir das nur so vor? Da ist ein Schnappmaul. Ah, ich guck mal einer an. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Da war noch ein Wächter, den müssen wir natürlich auch noch loswerden. So, da ist ein Langhals. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir an den, zu dem ganz gut hin? Irgendwo muss es hier einen Punkt geben. Moment, vielleicht kann ich mir die Route anzeigen lassen. Nee, leider gerade nicht. Man sieht hier halt eben überall diese blauen Lichter. Oh. Da hat ein Wächter seinen Freund gesehen. Ah. Ich muss die Waffe wechseln. Ach komm, du hast mich doch gar nicht gesehen. Tu mal nicht so, als ob. So, viele, viele Wächter. Nee, ich glaube, es ist jetzt erst gerade dunkel geworden. Meine Güte, sind das dunkle Wolken hier. Ah, Moment. Vielleicht können wir jetzt seine... Nee, es muss hier irgendwo einen Punkt geben. Ah, ich glaube, ich sehe es gerade. Nicht hier, sondern auf der anderen Seite. Ja, super. Genau da, wo dieser Schnappgator da durch die Gegend läuft. Moment. Wie läuft der? Das ist okay. Ups. Das ist okay. Damit komme ich klar. Da drüben ist noch ein Schnappi. Jetzt am besten ganz schnell rüber. Hierhin. Das sieht gut aus. So. Wie läuft der denn? Der läuft da entlang.
der läuft. Ganz gefährlich. Ich hoffe, er sieht mich hier nicht. Sonst wird das ungemütlich für uns, weil wir hier in einer richtig miesen Sackgasse stecken. Da sucht uns auch schon einer. Oh, ein Wächter. Nicht schon wieder. So, ich hoffe, das hat keiner gesehen. Vor allem nicht von den Schnappgators. Wo ist denn der eine hier? Irgendeiner ist hier noch an Land und spaziert die ganze Zeit hin und her. Da ist er. Oh weia. Der kommt mir aber auch hier verflucht nah. Sieh sich mal einer die Kiefer von dem Ding an. Wir könnten einen Sägezahn durchbeißen. Wuppa! Okay. Das muss jetzt leider sein. Ich glaube, ich kann von hier aus sehen. Links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wo lang willst du? Da lang willst du? Schnell nochmal ein Heilkraut. Ach komm. Den hättest du eigentlich treffen müssen, Eloy. Eloy. Nein! Nein, nein, nein! Nicht da lang! Nicht da lang! Nicht da lang! Nicht da lang! Boah! Geschafft. War ein hässlicher Kampf. Habe ich selber gemerkt. War auch nicht so geil, wie ich es mir erwartet habe. Aber ich konnte nicht anders. Ich musste den leider auseinandernehmen. Und jetzt komme ich hier aber, glaube ich, an die Stelle, an der der Langhals entlang wandert. War das hier oder war das da drüben? Ich weiß es gerade nicht so genau. Aber gibt es hier mehrere Stellen vielleicht zufällig sogar? Na komm, probieren wir's. Yes! Okay, jetzt muss ich nur noch zum Kopf hoch. Da ist, glaube ich, noch was. Ja, check. Finde ich auch mega cool, also mega gelungen, dass selbst diese Langhälse anscheinend nicht gleich aufgebaut sind. Also die haben ein klein wenig Varianz. Und überbrückt. So, damit ist uns jetzt die Karte ein klein wenig geöffnet worden. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Jawollo! Das sieht doch mal richtig gut aus hier. Hier ist noch eine verdorbene Zone. Hier ist ein Lager. Und da ist Meridian. Unser lang ersehntes Ziel. Ja, das Ärgerliche wird jetzt nur sein, sich hier vernünftig abzuseilen. Und vielleicht nicht einfach direkt vor einem Schnapper zu landen.
Aber es sieht so aus, als ob wir es überstanden haben. Oh, der hat ganz gut einen gewischt bekommen hier. Der Schnapper. So. Dann wollen wir uns mal langsam, aber sicher... Oh, toll. Wir sind natürlich genau auf der falschen Seite vom Fluss runtergesprungen. Ein bisschen Zeit hätten wir uns noch gönnen können. Darüber müssen wir. Ganz doof. Was haben wir denn hier? Einen grauhaarigen Kadaver. Das Miese ist natürlich, die sind unter Wasser auch massiv gut. Naja, dann... Reitmaschine kann nicht erreicht werden. Ah, okay, ich wollte schon sagen, kann ja nicht sein. Die kommen doch von überall zu uns angelaufen. Na komm. So. Ja. Wie kommen wir jetzt am sinnvollsten darüber? Machen wir uns den Weg durch das Lager? Ja, komm, warum eigentlich nicht? Trotzdem würde ich den Umweg nehmen. Einfach um... Nicht um Zeit zu sparen, sondern um vor allem... sicher anzukommen. Wie man sieht, hier laufen nämlich diese ganzen Kurupekos rum. Bei den Beinen ist die Maschine sicher so schnell, wie sie laut ist. Auf jeden Fall. Ich kann auch unglaublich laut, unglaublich weit springen. Von denen müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Oh, Lagerfeuer entdeckt. So, mal gucken. Ja gut, wir gucken zumindest schon mal in die richtige Richtung. Moment. Das hier sind Heilkräuter. Die nehmen wir mal lieber schnell mit. So, dann müssen wir mal schauen. Das ist die Richtung, die wir einschlagen wollen. Genau. Wichtig ist jetzt nur, dass wir nicht zu viel Aufsehen erregen. Bei den Viechern. Oh, das war laut. Ich habe auch keine Ahnung, was genau das war. Die sind auf jeden Fall Läufer. Läufer sind gut. Die haben mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen. So. Wunderbar. Hier ist das Lager, von dem wir gesprochen haben. Oder was, welches wir noch aufsuchen wollten. Und wie so oft scannen wir erstmal ein bisschen die Umgebung und merken, geil, keiner da. Alle ausgeflogen. Finde ich super. Wirklich keiner da? Doch, da ist doch einer. Sehen wir den oder... Ja, den sehen wir. Zip. Das war ein wunderschöner Angriff. So, damit haben wir ein neues Bonusziel. Und können uns hier mal ein bisschen umgucken. Da haben wir drei, zwei Gefangene. Nochmal... Oh, da ist doch noch ein ganzer Haufen. Ah, und da sieht man... Hallo! Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ja, die suchen ja gar nicht nach dir. Da drin ist einer, der scheint wohl mit dem MG durch die Gegend zu stratzen. Ist auch mal gut. So, einmal kurz ausrauben den Typen.
Gute Banditen sind das. Lassen sich einfach mal so ausrauben. So, hier haben wir noch hohes Gras. Hohes Gras ist gut. Diese aufgehängten Maschinenteile. Ein Alarmsignal. Okay, wo ist denn der Alarm? Da ist er nicht. Da ist der Alarm. Er wird von einer Frau bewacht. Ah, ich sehe es nicht. Ich hoffe, dass ich da durchschließen kann. Hier ruft ja niemand Verstärkung. Sehr gut. Verstärkung ist schon mal ausgeschaltet. Was haben wir denn da? Achso, da ist der Boss. Auf den habe ich ja auch gerade ein richtig gutes Schussbild hier. Da, jetzt schlag endlich Alarm. Fuck. Whoop. Roll, roll, roll the boat gently down the stream. Ausgezeichnet. Ich bin gar nicht hier. Nope, du bist nicht hier. Keiner hat dich gesehen. Schwupp. So, der Boss ist draußen. Scheinbar. Ja, definitiv. Ach, fuck. Voll daneben. Was auch immer der da gerade auf mich abgefeuert hat. Aber ich werde hier gerade gesehen. Trotz hohem Gras. Jetzt nicht. Der Boss kommt näher. Zwei Schüsse habe ich noch. Spanne schon mal den Bogen. Für den Fall das. Na komm. Ach komm schon. Neue Bögen, neue Pfeile bauen. Zack, Boss ist K.O. Wurde ja auch Zeit. So, von allen Seiten kommt Gewusel. Da drüben ist ein Verbündeter. Den Dude sehe ich leider nicht. Oh, hoppla. Ich wollte es gerade sagen, da war doch noch einer. Zack. Kommt schon wieder einer angekrochen. Oder auch nicht. Nö. Die sehen uns nicht mehr, das ist gut. Dann haben wir unser Ziel erreicht. Gut gesneakt. An manchen Stellen. An manchen Stellen eher weniger. Aber das macht nichts. Hier haben wir noch Heilkräuter, die nehmen wir gleich mit. Schnumpf. Gut, dass ich das gefunden habe. So, und dann gucken wir mal, wo sich hier noch welche verbergen. Aha. Haben wir hier irgendwo... Nee, keine weiteren Ortschaften. Oder Möglichkeiten zum Verstecken. Wobei, der Dicke ist weg. Du siehst mich gar nicht. Du weißt gar nicht, wo ich bin. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Würde ich jetzt gerne sagen wollen. Ups. Dann halt eben auf die harte Tour. Wir sind die Nächsten, wenn wir nicht kämpfen.
Du weißt nicht, wo ich bin. Ich weiß aber, wo du bist. Schaufelt hier immer noch rum. Ja, dann komm doch mal näher. Trau dich, komm schon. Sie kommt näher. Hallo. Wie gemein. Und der nächste. Na los, von welcher Seite kommt der nächste? Der nächste kommt von... Traut sich nicht. Kaum sind die Freunde tot, sind die gar nicht mehr so wild. Schade. Was anderes rauswerfen. Das haben wir schon. Das haben wir hier. Das haben wir auch schon. So. Blick in die Umgebung. Da drüben haben wir ein paar. Die wollen nämlich auch noch vermöbelt werden, habe ich gehört. Hä? Waren die nicht hier? Doch, da sind sie doch. Da. Die Gefangenen der Banditen. Wir kriegen Schwierigkeiten. Das ist korrekt. Zwei mit einem Schlag. Wow. Jetzt kommen wir mal nicht auf die Art. Heilpflanzen. Glück gehabt. So. Die Mäuereien sind mein. Ich weiß, dass hier noch welche sind. Zwei Stück mindestens. Eins, zwei. Zwei. Na gut, die hole ich mir jetzt einfach mal schnell und... Wie Rust zu sagen pflegt. Hier, ihr Mistkerle. Geduld. So. Geschafft. Wieder ein Dorf mehr auf unserer Reise. Und jetzt können wir mal kurz gucken. Neues Lagerfeuer. Meine Tochter hat sich mit einigen Osara-Mädchen aus der Nachbarschaft angefreundet. Und netterweise auch einen neuen Speicherpunkt. Den wir natürlich gleich an uns nehmen werden. So. Jetzt ist die Frage, wo ist eigentlich der Boss-Dude hin? Den hatte ich doch hier hinten irgendwo vermöbelt. Ah, hier sind noch Vorratskisten. Sprengfallen, Metallscherben, noch mehr Kram. Viel mehr Kram. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ist echt so. Die horten hier vielleicht einen Dreck. Ach, den wollte ich gar nicht. Ich wollte den Typen auseinandernehmen, ausnehmen. So. Jetzt sind wir nochmal ein ganzes Stück weiter nach Meridian. Also, oder können weiter nach Meridian. Das Schöne an der Sache ist vor allem, dadurch, dass wir jetzt diesen Weg hier frei haben, haben wir auch das gute Glück, dass wir hier quasi eine direkte Linie haben. Wir können jetzt mehr oder weniger ohne Probleme nach Meridian durchwandern. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil diese Viecher hier am Patrouillieren sind. Aber Meridian, ich komme in der nächsten Folge zu euch. Bis denn!